Herzlich willkommen bei Let's Rock! Seitendämpfen? Warum Seitendämpfen? Ist da noch gar kein Ton gespielt worden? Ich sage euch warum Seitendämpfen das erste ist, was ihr auf der E-Gitarre machen sollt. Darum! Die E-Gitarre, vor allen Dingen mit verzerrtem Sound, macht sich sehr gern selbstständig. Und die fängt dann an zu pfeifen oder alle möglichen anderen unkontrollierten Geräusche von sich zu geben, die man gar nicht hören möchte. Darum müsst ihr die Saiten ganz akribisch abdämpfen, und zwar mit der rechten und mit der linken Hand. Die Finger der linken Hand werden sehr flach aufgesetzt. Der Zeigefinger lag jetzt hier auf den drei hohen Saiten und hat die abgedämpft. Bei Bedarf kann der Daumen auch über den Griffbrettrand hinüber und die tiefe E-Saite abdämpfen, sodass da auch nur eigentlich eine Dead Note entstehen kann und nicht so ein Feedback wie eben. Mit der rechten Hand werden die Saiten folgendermaßen abgedämpft. Die linke Saite des Daumens dämpft die Saiten, die tiefer liegen als der Ton, den man gerade spielen will. Nehmen wir mal an, wir spielen wieder den Ton auf der D-Saite. Hier liegt mein Daumen jetzt auf den beiden tiefen Saiten und dämpft die ab. Es wird nicht mit dem Handballen gedämpft. Das würde man hören. Das würde einen anderen Sound erzeugen. Man dämpft die Saiten mit der linken Saite des Daumens, sodass dann die Saite, die man spielen will, tatsächlich frei schwingen kann. Ich spiele mal ein paar verschiedene Töne, damit man das sieht. Ich zeige euch jetzt mal das Saitendämpfen komplett, und zwar, ich werde eine Melodielinie spielen und dann wird Mark, den ihr nicht sehen werdet, weil hier geht es um mich, Mark wird die Saiten anschlagen, alle meine Saiten, während ich spiele, und ihr werdet sehen, man wird kaum was davon hören, von dem, was er da als Störungsversuch unternimmt.